bin ich schwäbisch. Und darauf, da bin ich stolz. Grüß mich. Wir sind immer noch Häcksler. Wir sind immer noch Kirchhöhtre. Philipp Kölmer, Neufahrer. Was geil, was mit das, was da mir überhaupt? So, ich habe noch kein Pinguin umgenommen, gell, wenn ich bloß sah. Wir haben zwar vor, morgen schon wieder der Häcksler umgeschmissen, aber. Autofahrer und Traktorfahrer ist zweierlei. Ja, beim Traktor fällt es um. Oder fährst du. Nee, beim Traktor macht es nichts. Wenn du mit macht ein Traktor nichts aus. Ja, wenn du da einen Pinguin testest. Also. Und ich fahre halt alle zwei Wochen mal in den Graben rein und komme nicht mehr raus und muss abschleppen. Tui out, ich will immer rauskommen. Nein, ja mit dem Traktor, wo die abgeschleppt hat. Ja, mit Hilfe bis rauskommen, das stimmt doch. Ja, ich bin ja halt den Karren gewesen, kann ich den Rad weg, gell? Dein Karren? Ja, der Schlepper. Achso, der Schlepper, jetzt ist gut. Ja, dein Karren ist immer noch dreckig. Ja, wollte gerade sagen. Ja, du kennst nicht mehr, und eigentlich hättest du den Schlepper waschen müssen. Scheiß. Oh je, wie die. Wenn die Dame wieder dran denkt. Oh, wir haben es mir nur gedacht. Also, so wie ihr rumschwätzt, wenn du mit deinen Bieren dahinter herkommen bist und mit mir geschwätzt hast. Und der Benni, hey, das ist so cool. Zeug geschwätzt hat, dass er schon ewig nicht mehr in den Graben gefahren ist. Da habe ich gedacht, das passiert demnächst. Und was ist? Ich stelle mir Auto in Garage. Ja, ich stelle mir Auto in Garage, laufe hoch, kriege ein Video. Ich ein Video und da heißt es einfach, da bin ich im Grabe drin. Jetzt verarsche ich, häng auf der Scheiße von der Kirche. Perfekt. Ja, der Kirschner. Die Scheiße, wo der Herr Viehbeauftragter nicht wegräumt. Wohl gemerkt. Ja, erstmal die gleich tun. Ja, komm, jetzt stell die zu. Ja, du bist der Viehbeauftragter. Philipp, Oli, bist voll. Ich bin voll. Gut. Vollzeit. Sag mal, wo hängst denn du, Depp? Alter, du hängst Philipp. Der provoziert mich. Der provoziert mich. Halt dein Gosch. War Gosche. Wir sind der Heiler. Achso, wir sind ja christlich, gell? Ja, genau. Halt dein heiliger Gosche. Wir sind christlich kastriert. Christlich kastriert sind wir. So schwätz mal raus. Christlich, katholisch. Gläubig. Ihr bettet vor jeder Aufnahme. Das schneide ich aber raus. Kopf und Malz, guter Hals. Ja. Oder wie war das jetzt auch? Oh, weiß auch nicht. Hauptsache Bier. Okay, oder? Ja, Hauptsache Bier. Gib mir die Ratten-Datten-Datten-Datten. Ich will schon mal auffallen, dass man mit Bier gerade gut ankommt auf einem antialkoholischen Fest. Echt? Okay. Also, du kommst mit einem antialkoholischen Fest allgemein gerade gut, oder? Ne, das Fest kommt bei mir gerade gut, du kommst mit so einem Fest auf schon gerade gut, oder? Das kann man kommst, gar nicht fest nennen. Achso, du kommst nicht gut. Ja genau, weil dann wieder so ein Golf im Graben liegt. Ja genau, da komme ich schon gar nicht mehr. Weil mein Fahrer so von der Wahl wieder Beifahrer. Spätirausch. Ja, das war beim Schlepperfahrer, war das gut. Da war der Fahrer wirklich so von der wieder. Ja, Beifahrer. Jetzt, das brauchst du jetzt erzählen. Das ist alles auf Band, gell? Da kannst du die Erklage. Mr. Blitzerfoto. Scheiße. Ja, das letzte Foto. Oh je. Oliver Schnapp. Das Foto. Ich. Ja, warte, bloß das ich kann, ha? Ja. Ja, ich hätte echt gedacht, dass mich das schon wüsst. Da bin ich so enttäuscht. Da bin ich so enttäuscht von mir selber. Ich hätte das eher denkt, dass es so richtig knapp und dass ich so, keine Ahnung, 24 kmh und 3 Toleranz, dass ich dann so bei 28 glänzt, aber hätte ja noch, hätte ja gemütlich nach oben können. Hätte schon mal zu sein. Das ist ja schwerer fahren können. Noch recht, das denke ich. Also, ein Blitzerfoto ohne 3 Monate Führerscheinsperre ist ja ein läppisch, ey. Das Problem ist, wenn der Führerschein gestoppt wird, dann ist Führerschein erstmal Probezeit erstmal verlängert. Ja, du brauchst ihn ja heute, weißt du? Ja. Ich brauche nicht zum Fahren, das stimmt, aber es wäre schon gut, wenn man einen hält und dann mal einen hat. Achso. Ja. Zum Zeichen halt, ja gut, wir haben halt momentan leider nicht.
Entschuldigung, ich kann echt kein Gier, ich hau nix. Ich habe ihn gerade die nächsten 2 Monate nehmen. Was mit Hot können wir auch rausgehen. Ich kann ihn für den Euro probieren, wenn es nicht passt. Hey, den müsstet ihr doch hauen, den müsstet ihr doch hauen, den über letzte Woche weggenommen. Frage mal bei euren Kollegen nach. Genau. Den müsstet ihr jetzt beibrachen. Ja, da müsst ihr eigentlich irgendwo rumflacken. Warte mal, wer war es denn? Das ist denn die Ofen schämt. Der Herr Bauer war es, glaub. Den könnt ihr doch mal fragen. Wo er den nicht hat. Schon her, schon her. Viel Spaß. Oh je. So macht man es mit, gell? Ja. Bam, mir hat's noch nie blitzt. Und Leute, wer Bier trinkt, hilft Landwirtschaft. Ganz wichtig. Drum trinke ich immer so viel. Abbruch, ab. Arschpopo. Arschpopo trinke. Wer duscht? Spezi! Ja, Spezi, hol mir gleich. Dann muss ich laufen, dann muss ich aufstehen. Oh, ich hab bloß noch einen halben Kasten. Ich verlink bei PayPal unter, dann können sie spenden für das, dass ich aufstehen muss. Spende für die Armen, Spende für die Armen. Die gibt um Pfennig. Pfennig? Der macht 50. Na, hast du nur 1 Euro für einen Kuchen? Ja, komm, bitte, bitte, komm, nimm gleich 10 Kuchen. Ah ja, das hat ich nicht gekriegt, gell? Ja, yeah, das hast du nicht gekriegt, ne? Und alles spendiert gekriegt. Yeah. Ich hab glaub, 2 Bier selber gezahlt und der Rest hab ich alles gezahlt gekriegt und hab da voll raus meines Lebens gehen. Das kriegt auch bloß vor, wenn er mit dem Geld. Das kriegt bloß vor, wenn er, ja. Ich war freundlich. Ich war freundlich, weißt du? Folder, sei bloß nicht dumm. Man könnte ja in meiner Mutter schreien, ob sie mir Spezi hochbringt. Obwohl, du machst ja mir morgen nichts mehr zum Essen. Ja, yeah, ich wollte es gerade sagen. Pass auf, sonst kriegst du morgen nichts mehr. Da muss ich schon Obacht geben. Ja. Obacht, Langfinger. Entschuldigung, gehst halt zu Svenja und fragst dich, ob's mal so macht. Ja, mir geliebt, oh mein Gott. Du musst rausschneiden, weißt du? Privatsphäre. Ach so. Ja. Scheiße, jetzt muss er schneiden. Vielleicht Pipi ablösen musst du, oder mach Musik da gerade ganz laut einfach. Ja, mach Pipi. Genau, dann muss ich nicht schneiden. Mach so ein Delfin rein oder so. Ui. Ich sehe schon, der YouTube-Kanal wurde erfolgreich. Ja, mega. Ja, wir haben schon über 130 Aufrufe, gell? Also, yeah! Da muss man eigentlich einen drauf trinken, oder? Ich hab richtig flexen. Weil der hat überheblich. Holux-Schnaps. Ja, stimmt, den müssen wir eh noch so. Oh, aber Schnaps, ich weiß ja, das ist mein Geburtstag. Doch, Schnaps ist schon geil. Oh je. Also das war den Geburtstag, das war zwar ein geiler Geburtstag, aber ich weiß halt nicht mehr viel davon. Normalerweise kommt doch nochmal Filmriss. Ja genau, aber normalerweise kommt doch nochmal Filmriss immer mal wieder so irgendwas her. Oder so, du kannst dir an das oder das erinnern, aber bei mir schlagartig einfach duscht, ich weiß null. Nix mehr. Ja. Ich hätte doch auch eine Schuld, gell? Alles bloß, weil du mich abgefüllt hast. Ich war's wieder. Du? Ich nix war. Du warst. Du hast den rechten Atemgerät mitgebracht. Du hast nicht trinken müssen? Aber ich hab getrunken, das war's Problem. Ich nix sagen. Du hast mir immer das Glas vollgemacht. Der Helfer ist aber was dumm. Ist dein Verwendung, oder? Du war wieder normal, ne? Für den Händler, ja, du musst ab. Etwa tust du auch, du musst doch den Helfer holen. Frage ist, was ich gerade will. Ja, du siehst, der Helfer fehlt jetzt bis dahin drin. Ah, stimmt, ich weiß, was ich gerade will. So passt der Deckerle auf, die andere auf. Viel zu gut bei zu dir. Wie viel haben wir denn gerade? 194 und 193. Können wir go. Können wir mal bald umladen? Umladen, ja, aber die haben halt über 200. 998 oder so, dass wir ausschöpfen.
wünsche mir eine Welt, wo die Kirche sich einfach automatisch nimmt. Aber no, ach, den Dachlawine. Hier kenne doch die Laser, was willst du zu einem Stall, ne, Hinke? Das heißt, die Kirche, als sobald 198 drin sind, soll er ein paar rüberfliegen. Fliegen? Du kannst auch treiben. Ich dann treib sie. Aber ich doch, Alter, du bist doch cool. Du cool Ding. Treib sie, Philipp. Treib mir die Kirche in Wahnsinn, oder so. Ich glaube, ich bin Wahnsinn, ne? Ja, bloß weil ich so ein cooler Dude bin, weißt du? Obwohl das Wort cool eigentlich gar nicht mag. Ich benutze es trotzdem, weil es Mainstream ist. Aber? Ich sag's aber nicht, ja. Hey, wer hat denn das Milchfass direkt vor Ding, ne? Ich glaub, das war der Philipp, der jetzt fahren kann. Et Fahrerker, ich hab's bewusst dann hergestellt. Bewusst dumm dann hergestellt, ja. Genau, dass das die Content haben, für die sie mir aufregen können, weißt du? Ja. So macht man das. Was, irgendwas muss ich halt kennen. Bei mir ist eher irgendwas muss ich ja kennen. Aber wir haben es neu gefunden. Das ist da immer die Lebensaufgabe, gell? Mhm. Fahren kein Shit, trinken kein Shit. Trinken kein. Klar. Wer hat letztes Mal verlehrt? Du? Das finde ich eigentlich immer noch erstaunlich, dass ich beim Benni, wo ich mitfahren bin, nicht so lehrt so. Ja, weißt du, ich kann. Der fährt halt Sachte, weißt du? Den muss man nein, überholen mit 100. Das ist einfach mein gutes Gleichgewicht, sind, dass ich nicht so lehrt. Nein, ist klar, wieder. Oli, bring den Hack. Benni fährt euch halt langsam. Nutz. Den musst du überholen und dann hupe. Bringst du den Hack so, ne? Ja, ich bring ihn. Bring ihn, ja, ich komm mal gerade ins Feld. Ganz vorne. Da, wo es gerade anfängt. Da, wo du stehst, oder? Ja. Gut, komm. Erstmal funzeln, ne? Das ist wichtig. Aber gleich was Back. Back, back. Aber es ist komisch, irgendwie ist immer cooler in der Nacht und dann wird es starkartig hell. Boah, der 20 Grad ist so geil. Hättest du nochmal das Feldchen noch mehr? Mehr! Kurzzeit mehr! Mehr, das ist. Da noch ein Häcksel und dann ist gut. Und dann wollen wir noch Gras, ne? Ja, du musst da hören und noch Lacher feiern und. Ja, das kann ich auch noch machen. Dichte. Alles mal ich selbst, wenn es da ist, da kommt es beinahe. Ja, ne, kommt es beinahe. Das hat sie im Krieg auch sagen können. Ja, ich schieße jetzt gerade, ich habe keine Lust in der Nacht. Naja, jetzt will ich schlafen. Also hier, ich schieße ja daheim nicht auf die Russe. Das ist mir viel zu kalt, also ehrlich. Außer darf mit Händchen Video. Was? Das denke ich mir auch gerade. Mal mir immer noch Video. Mal immer noch Video, ja? Dreht er für dich. Gut. Gut. Wir haben immer einen Blick auf meinem 27 Full HD Control Monitor. Oh, das ist natürlich ja wunderschön. Der Monitor ist besser wie Uiro. Das ist mein Zweitmonitor. Mein 20? Danke. Danke, Philipp. Gar nicht, ich wollte es nur sagen. Ich will jetzt vor, dass überhaupt alle Spiele können, ohne dass ich komplett abschütze. Du musst aber folgen, ne? Ja, genau. Wenn es auch jetzt fisch. Ja. Wenn es jetzt fisch ist, wenig. Uli ist eigentlich dein Traktor, Licht, ja, Gott. Ja, der Schaden hat es. Wie viele Stunden hat das Fendt? Das Fendt hat 16,7. Tja, was das? Da hat der LKW schon doppelt so viel. Heidlich. Nutze. Den will halt keiner benutzen, so ist. Ja. So ist es.
Bloß weil man der LKW ja schon doppelt so lang hat. Jawohl. Hast du voll? Ah, oh, jetzt hab ich voll. Alter, der Helfer ist so dumm. Guck mal grad mal. Was liegt an dem Gebiss? Echt? Ja, das ist ein bisschen Freud. Ein Wengele. Ein Wengele, Engele. Muss, dass das Freud ist. Hallo, das sind ja gerade mal 20 Euro, was sind das? 15, mit 16? Ja, 15. 15? Heuer ist ja gar nichts. 12 Euro oder 8 Euro? Okay, 10 Euro pro oder 40 Euro pro Omo. Ach, guck, da findet man 8 Deck, der Tatra haben wir 14 Deck. So. Aber. Wie lange haben wir eigentlich unseren ersten Traktor schon? Warte mal. Hey, guck mal. Das war doch der 8. Ja, der 8. und meiner, der ist auch der erste. Und der 724, wo man leider verkauft hat. Ja, 41 Tage. Leck mir im Zucker. Oh, ist 40 Tage erst. Und wir haben jetzt ungefähr 110 Stunden gebraucht. Und ziemlich viel Geld gemacht. Ja, also ein Eisenfutz-Stack von 0 auf riesen Silos, ein BGA, läuft Gott schon ab, hey. So ist es da. Ja, gut so. Das tut's für Bohren. Aber mit diesem Erfolg verabschieden wir uns von diesem Video. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und eine fröhliche Woche. Bis dann, eure drei besoffenen Kapos. Yeah. Oh je, yeah.